Also, ich will jetzt nicht mich bis nach China graben oder so. Aber durch die Spitzhacke, die ich habe, geht es eigentlich recht schnell. Außerdem gibt es so noch ein bisschen Experience. Und ich bin halt diamantensüchtig. Es tut mir leid. Ich mag es, Diamanten zu finden. Schon allein wegen den Werkzeugen und der Rüstung und einfach um sie auf Tasche zu haben. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ist manchmal echt Zeit vergangen, da war ich 2, 3 Stunden unter Tage und hab Gänge gebaut, also gebuddelt, um Diamanten zu finden. Die Bauprojekte standen so lange natürlich dann still. Und die anderen konnten natürlich viel mehr bauen, aber ich hatte halt dann Diamanten. Und Gold. Und Gold war beim letzten Server, den wir hatten, eigentlich recht praktisch, weil wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir Gold als Währung nehmen und dann auch untereinander Handel treiben. Wir hatten sogar einen Marktplatz im Nether. Yep. Standen dann halt Kisten mit den Waren rum. Und Tafeln mit den Preisen. Natürlich war die Voraussetzung, dass man den anderen trauen konnte. Und da ich sowieso, da wir alle Freunde waren und noch sind, war das eigentlich auch kein Problem. Also es hat keiner irgendwie jemanden misstraut oder so. Und ich hatte so viel Gold, dass ich mir echt manchmal einfach irgendwie hingegangen bin und einfach die Kisten leer gekauft habe. Einfach dann, um das Zeug zu haben und meine Kisten wieder ein bisschen leerer zu machen. Also es waren keine Goldbarren, die wir als Preise hatten, sondern Goldnuggets. Und, oh, guck mal, Diamanten. Und, ja, es war halt ziemlich cool, da ich halt immer wirklich unter Tage unterwegs war. Hat sich halt auch immer recht viel, weil findet man auch viel Gold. Es war auf jeden Fall auch eine sehr ressourcenreiche Map, was sehr überraschend war. Also Kohle und Gold, sowas war en masse da. Und ja, ein anderer Kumpel hatte sich spezialisiert auf Schafzucht für Wolle und hatte seine Kisten dann halt mit allen möglichen Wollfarben auch voll. Und da ich meine Häuser ein bisschen anders gebaut habe und dann auch in Teppichen und sowas, ja, habe ich mir immer die ganze farbige Wolle von dem weggekauft. Auch wenn ich gerade irgendwie keine brauchte, aber dann hatte ich sie schon mal und ja, konnte das dann direkt auch irgendwie einplanen. Und jetzt in der Zwischenzeit ist mir das alles irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, zu blöd, weil man immer so ein bisschen komisch bauen muss. Man muss ja überlegen, man hat da eine Decke, die soll dann am besten irgendwie Stein oder Holz sein und dann kommt darauf eigentlich nochmal die Schicht Boden, die dann irgendwie nochmal Wolle sein soll oder so. Auch mit farbigen Wänden ist das immer so ein bisschen blöd, finde ich, weil man dann im Endeffekt auch wieder so eine 2-Block- breite Wand hat. Oh, wir sind, glaube ich, gerade in der Höhle angekommen. Mit Lava. Schön. Gucken, ob wir uns einfach dran vorbeigraben können. Na, komm schon. Es wird schwierig. So. Ich versuche es trotzdem mal. So, dann. So. Gut. Müssen wir da noch was hin? Muss da auf jeden Fall noch was hin. Da muss noch was hin und dann können wir schon weiter. Okay. So, dann noch zumachen, dann können wir weiter. Ja, sieht doch gut aus.
Und da haben wir auch schon wieder Eisen. Hämmer doch direkt mal raus. Ich nehme eigentlich auch immer alle Ressourcen direkt mit, außer halt Redstone oder Lapi, weil das benutze ich nicht so viel. Das ist nicht so schlimm, wenn das einfach mal in der Wand versauert. Und das sind schwer Diamanten. Oh yeah. Sollte nur noch spielen, wenn ich aufnehme. Finde ich irgendwie die meisten Diamanten. Weil so schnell habe ich so viele Diamanten noch nie gefunden. Ich musste normalerweise immer so stundenlang graben. Ja, bringen wir mal die Diamanten zurück. Machen wir was anderes. Aber kann ich immer was anderes sehen als immer nur Steine, Gravel, Steine, Ressourcen, Steine, Gravel, Lava. Also rennen wir mal zurück. Das ist ja doch schon wieder weiter geworden als gedacht. Es geht recht fix, muss man ja schon sagen. Denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das jetzt insgesamt war. Aber so lange dürfte es ja nicht gedauert haben. Wir gehen jetzt trotzdem mal zurück. Ups. Ja, da geht's hoch. Gehen wir doch auch mal wieder hoch. Können wir mal gucken, ob wir unser Werkzeug reparieren. Obwohl, ich glaube, ich brauche mir den jetzt einfach ein neues. Wenn ich wieder ein bisschen mehr Experience habe und verzauber die dann auch direkt ein bisschen besser. Solange müssten die jetzt hier einfach ausreichen. Ja. Ist eine gute Idee. Ah, die Koppelkiste ist leer. Da, Koppel, Koppel, Koppel. Koppel, Koppel. Dann gehen wir zur Erde. Ja, zur Erde. Gravel. Kohle habe ich gar keine gefunden. Das ist komisch. Krempel? Nein. Hm, wertvoll. Oh, da sind wir bei 41 Diamanten. Boah. Das ist schon ziemlich geil. Muss ich schon sagen. Das ist echt ziemlich geil. Oh, dann haben wir jetzt noch Lapis. Oh, da ist Staubzeug. Da kommt das Lapi rein. Ein bisschen irgendwo Redstone stehen. Und Kohle. E1. Und hier kommen 8, 16, 24, 32 zu. Nehmen wir hier rein. Zack. Haben wir unser Steak. Unser Hühnchen. Zack, zack. Kommt das da rein. Das Gold da rein. Direkt verarbeiten. Sollen sich ja nicht stauen. Ne? Jetzt haben wir wieder ganz viel Steak dabei. Das Hühnchen und den 25er Stack packen wir dann einfach wieder hier rein. Entschuldigung. Und da, Kürbiskuchen können wir uns theoretisch auch backen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt am Haus weiterbauen soll oder ob ich schnell einen improvisierten Verschlag für die Hühner baue. Was haben wir denn hier? Tropenholzbretter. Truhen. Uns mal 4 von mit. Dann nehmen wir uns mal Fackeln mit. Zaun nehmen wir mit. Dann machen wir jetzt noch mehr davon. Okay. So. Zack. Machen wir uns ein paar Slabs. Fürs Dach. Und dann machen wir uns noch ein paar Sticks. So. Um Zäune zu machen. Erstmal reichen und dann brauche ich noch
Gattertaube. So. Den Rest können wir eigentlich wieder wegpacken. Na, ja, aber am besten die richtige Truhe. So. Die Slabs brauchen wir. Das kann weg, obwohl. Die kommen mit. Oh, Moment. Ich muss jetzt noch mal kurz. Auch wenn es vielleicht nervt, muss ich das jetzt machen. So, so, geht doch auf. Ja. Sehr gut. Nein, da wollte ich hin. Bisschen tiefer. So. Bricks. Und dann den hier. Den hier. Zack, 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 zack. Perfekt. Die Slabs kommen dahin. Zack, kommt dahin. Das machen wir Bricks. Hier packen. Das kommt dahin. Und dann bringe ich noch kurz das Feuerzeug weg. So. Dann laufen wir mal hoch. Irgendwo habe ich jetzt eine Spinne fallen hören. Und noch eine. Ah, da. Warum die noch auf uns fixiert ist, weiß ich nicht. Aber egal. So. Am besten... Nein. Wo kommt jetzt am besten... Na komm, stirb mal. Rein? Ich hab's so grad. Na, wo kommst du denn her? Wahrscheinlich beim Dante oben auf dem Dach. Du Sau. So. Hätte ich natürlich am besten Erde mitnehmen sollen. Puh, das ist scheiße. So. Muss ich hier noch ein bisschen Erde abbauen. Eigentlich recht fix gehen. Der Berg hier muss sowieso irgendwann weg. Da ist ein Weg. So ein bisschen jedenfalls. Ja, was eigentlich mit euch? Spielt ihr selber auch Minecraft? Und wenn ja, spielt ihr auch? Also so den Adventure-Modus. Survival, wo ihr euch wirklich alles erst erarbeiten müsst, oder spielt ihr eher den Creative-Modus, wo ihr einfach nur drauf losbauen könnt? Baut ihr mit Redstone? Ja, erkundet ihr lieber oder baut ihr lieber oder sucht ihr lieber den Kampf mit den Monstern? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Lust habt, ihr müsst natürlich nicht. Würde mich aber schon gern interessieren, was euch an Minecraft reizt. Oder wenn ihr es nicht spielt, warum ihr es nicht spielt. Was euch an Minecraft stört. Abgesehen davon, dass es in Java programmiert ist. Das wissen wir, das ist ein großer Nachteil. Aber da werden wir leider nicht so viel dran ändern können. Die Erde reicht jetzt wahrscheinlich nicht. So. Und zur Erklärung, warum Minecraft so spät kommt. Ich bin ja jetzt hier erst neu eingezogen und das Internet musste gewechselt werden.
ist dann in der Nacht zu Freitag ausgeschaltet worden, das alte, und Freitag wurde erst das neue angeschlossen. Es war so gegen Mittag und dann musste ich den Router halt noch selbst einstellen. Und dann lief das Internet selbst immer noch nicht so ganz stabil. Dann bin ich halt, als das alles dann endlich lief, nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Und das Wochenende ist bei mir sowieso hauptsächlich aufnahmefreie Zeit, weil ich mich da dann mit anderen Sachen beschäftige. Daher am Wochenende kein Minecraft, aber ich hatte halt vorher noch die Osu Games aufgenommen, um dann die Wartezeit am Wochenende ein bisschen zu verkürzen. Und hier ein bisschen was zu lachen habt, weil, wie man ja sieht, so gut bei Osu bin ich auch nicht. Ist halt so eine Zwischenbeschäftigung, ab und zu reizt es mich dann doch mal, das Game zu starten. Zwei, drei Liedchen zu spielen, zu merken, dass ich nicht ganz so viel reiße, und dann ist auch schon wieder gut, erstmal wieder. Dann können wieder ein paar andere Spiele angezockt werden. Und am Wochenende sind mir halt auch noch die Ideen gekommen für die anderen Games. Wie zum Beispiel halt Van Helsing. Es ist halt sowas wie, im Endeffekt ist es wie Diablo, nur halt in einem anderen Universum. Halt in einem Van Helsing-Universum, wie man sich halt denken kann. Dann eins, ich weiß nicht mehr, ich bin mir nicht, das heißt Omega oder irgend sowas, irgendwas mit O. Es ist halt so ein 20er Jahre Gangster-Spiel mit rundenbasierten Kämpfen und sowas. Es sah sehr interessant aus. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Das heißt, wenn ich es dann wirklich spiele und aufnehme, wird es absolut blind sein. Und das andere ist ein altes Aufbauspiel. Und zwar baut man da eine, es ist sowas wie Theme Hospital, nur halt in einer Raumstation mit verschiedenen Aliens, und ich habe es halt jahrelang besucht, weil ich es damals recht geil fand. Da werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen von aufnehmen, mal gucken wie weit. Ich finde das immer ein bisschen schwierig so, bei solchen Spielen, weil man da nicht so, ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine richtige Kampagne gab. Wenn ja, werde ich die wahrscheinlich durchzocken. Danach werde ich dann entscheiden, ob ich vielleicht noch so eine Sandbox-Station aufmache. Und dann wird sich halt zeigen, wie lange das halt noch läuft. Das sind halt die drei nächsten Projekte, die noch dazukommen werden, eventuell. Immer halt, ich muss halt immer mal gucken, wie das mit der Hardware und das allem so ist. Und ja, ansonsten gibt es halt jetzt wieder regelmäßig Minecraft. Wenn mal keine Folgen kommen, liegt es halt daran, dass ich nicht dazu gekommen bin oder dass ich halt keine Lust hatte. Da müsst ihr dann mit leben. Und ja, ansonsten gibt es ja jetzt auch noch Sacred Citadel. Das ist ein Side-Scroller, Hack'n'Slay im Sacred-Universum. Dort kann man auch halt verschiedene Klassen spielen, die dann verschiedene Fähigkeiten haben. Es gibt ein Level-Up-System, man findet neue Waffen und Rüstungen und schnetzelt sich halt durch Orks, Kobolde und andere Kreaturen. Und nebenher wird halt noch eine nette Story erzählt. Und der Grafikstil ist eher so Comic-Look. Sieht halt gut aus. Sieht gut aus. Kann man sich nicht beschweren. Es passt auch zu dem Spiel. Und Spielspaß ist auf jeden Fall gegeben. Aber das werdet ihr dann selber sehen. Das Video ist schon draußen. Wahrscheinlich sogar schon, also das erste ist schon wahrscheinlich länger draußen, wenn ihr das hier jetzt hört und seht. Und ja,
konzentrieren wir uns doch wieder auf dieses schöne Erde abbauen und Bäume fällen nebenher, was ich jetzt hier schon die ganze Zeit gemacht habe. Mir das Gebiet wieder ein bisschen weiter auszubauen. Ein bisschen Terraforming gehört halt zu Minecraft dazu. Kommt man nicht drum rum. Auch wenn solche doofen Fehler nicht. Passiert immer mal. Ich mache jetzt noch hier so ein. Wie kann mache ich jetzt noch? Dann fälle ich den Baum da noch und dann müsste ich eigentlich genug Platz haben. Wenn es halt, keine Bio-Eier, die Viecher dann legen. Muss ja auch nicht sein. Kann ja mal die billigen sein. Ja, doch, reicht so. Gucken wir mal, machen wir. So, machen wir den ganzen Schrott noch ein. So, hier noch. Dann mache ich hier eins hin. Und dann mache ich hier eins hin. Eins, zwei mache ich eins hin. Dann mache ich noch hier eins hin. Hier noch eins hin. Dann für die Symmetrie hier eins hin. Und dann mache ich erst wieder hier eins hin. Ja. Und ich glaube, ich werde nochmal Zäune auf jeden Fall machen müssen. Weil das wird nicht reichen. In keinster Weise wird das reichen. Hier noch zu, dann kommt hier nämlich dann ein Tor hin, unten kommt ein Tor hin. Ja. Da habe ich das sogar richtig abgeschätzt. Ist ja schon fast gekonnt. So. Ah, dieser Regen. Es gibt nichts Schlimmeres als Regen. Wahrscheinlich schon, aber. Ah, mich nervt der gerade tierisch. Aber der konnte sich jetzt fast anschleichen. Hat sich super in dem Regen getarnt. So, tot. Leck mich. Bite me. Wie der Amerikaner jetzt sagen würde. Oh, dann machen wir direkt mal hier zu. Und zu. Die möchte ich jetzt bitte gerne da unten haben. Danke. So. So, oh, da hinten habe ich was vergessen. Ah ne, hier wollte ich auch noch. So. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall eine Workbench brauchen. So. Schauen wir noch mal eben, ob der Dante in seinem Haus eine Workbench hat. Nein. Also in mein Haus. Ach, der Turm, der muss auch noch eigentlich ein bisschen eingerichtet werden. Müssen wir auch noch tun. Es kommt auch noch, ach Gott, so viel zu tun hier. Aber jetzt gehen wir erstmal noch ein paar Fences machen. Und ich gucke mal auf die Uhr, wie lange die Aufnahme schon läuft. Oh, ich bin schon gut dran. Das heißt, ich werde jetzt mal eine kurze Aufnahmepause machen. Vielleicht auch eine längere, weil ansonsten wird meine Festplatte so schnell voll. Und ich würde sagen, ja, gute Nacht und bis dahin. Shh.